Ein ganzes Dorf wird an diesem Wochenende Bühne. Die Rede ist von Wildein. Die 330 Einwohnergemeinde ist bereits zum 10. Mal Schauplatz des Rockmusikfestivals Picture On. Das Festival mit rund 3000 Besuchern ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor geworden, von dem viele Gewerbetreibende profitieren. Und so nehmen die meisten Bewohner es gern in Kauf, dass es an diesem Wochenende etwas lauter wird. Zweimal im Jahr wird es laut in Wildein. Ziemlich laut. Die Alten im Dorf bleiben gelassen. Mich stört's nicht. Wenn die Jungen mal was machen, ist es schön. Seit den so fleißig arbeiten und alles herrichten und irgendwo haben sie ein Geschäft davon. Konditormeister Lendl verzeichnet schon Tage vorher, wenn die Bühne aufgebaut wird, ein Umsatzplus. Im Vergleich zum Jahr gesehen ist es sicher eines der stärksten Wochenenden überhaupt. Ausgenommen Weihnachten. Gasthöfe, Kaufhäuser, Direktvermarkter, alle profitieren. Am Nachmittag kommen schon sehr viele Jugendliche und kommen jausen, trinken ein bisschen und dann gehen sie wieder. Die spazieren raus und bleiben da eine Stunde, eineinhalb Stunden und dann gehen sie wieder eine Nachmittag. Die rund 3000 Besucher kommen aus dem In- und Ausland. Man kann sich schnell mit allen anderen hier anfreunden, alles ist super chillig und man fühlt sich hier einfach nur wohl. Die Leute passen, es gibt keinen Stress wie bei den großen Festivals, wo wir jetzt keine Namen nennen, aber es ist einfach, es ist super, es ist leibend, es ist klar, es passt. Und so soll es auch bleiben, sagen die Veranstalter. Wir wollen klein und fein bleiben, das ist unser Ziel und ja, das kann man nur hier erreichen. Zwei Tage im Jahr ist Lärm zumutbar und für die Jugend und für den Frieden muss uns das alles wert sein.